Ja, danke für die freundliche Einladung. Guten Abend erstmal in alle Richtungen, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Vortrag wird einschließlich der Musikbeispiele so etwa 50 Minuten dauern. Ich beginne mit einem Zitat von Adorno. Die Reife der Spätwerke bedeutender Künstler gleicht nicht der von Früchten. Sie sind gemeinhin nicht rund, sondern durch Furcht gar zerrissen. Sie pflegen, der Süße zu entraten und weigern sich herb, stachlig, dem bloßen Schmecken. Es fehlt ihnen all jene Harmonie, welche die klassizistische Ästhetik vom Kunstwerk zu fordern gewohnt ist. Die übliche Ansicht pflegt das damit zu erklären, dass sie Produkte der rücksichtslos sich bekennenden Subjektivität oder lieber noch Persönlichkeit seien, die da um des Ausdrucks ihrer selbst willen das Rund der Form durchbreche. Die Harmonie wende zur Dissonanz ihres Leidens, den sinnlichen Reiz verschmähe, Kraft der Selbstherrlichkeit freigesetzten Geistes. Damit wird das Spätwerk, so Adorno, an den Rand von Kunst verwiesen und dem Dokument angenähert. Tatsächlich pflegt denn auch bei Erörterungen über den letzten Beethoven der Hinweis auf Biografie und Schicksal selten zu fehlen. Es ist, als wolle angesichts der Würde menschlichen Todes die Kunsttheorie ihres Rechtes sich begeben und vor der Wirklichkeit abdanken. Soweit Adorno. Adornos 1937 vollendeter Aufsatz des Spätstil Beethovens zählt unter seinen Moments musicaux zweifelsohne zu den literarisch schönsten und gedanklich schlüssigsten Arbeiten. Freilich, Adornos Ansicht zum Spätwerk Beethovens, genauer zu dem, wie man dessen Spätwerk oftmals deutet, ist zugespitzt formuliert. Wenn eine Komposition darauf reduziert würde, so ergänzt Adorno, Zeugnis oder Dokument einer bestimmten Lebenssituation zu sein, etwa des nahenden Todes, dann könnte ein Alltagsgegenstand wie eines der Konversationshefte Beethovens den Rang eines Kunstwerks für sich beanspruchen. Dann stünde es auf derselben Stufe wie etwa eines von dessen späten Streichquartetten. Dass es allerdings möglich ist, einerseits Adornos Forderung zu erfüllen, nämlich die Formgesetze der Spätwerke zu ergründen, das Spannungsgefälle zwischen Konvention und Subjektivität aufzudecken, und andererseits das Spätwerk auch psychologisch zu deuten, möchte ich am Beispiel des langsamen Satzes des Streichquartetts Opus 130 aufzeigen, genauer gesagt an dessen Verwendung im Film, noch genauer an dem 1936 vollendeten Werk En Grand Amour de Beethoven des französischen Regisseurs Abel Gance und an dem DEFA-Film Beethoven Tage aus einem Leben von 1976, für den Horst Seemann verantwortlich zeichnete. Um meinem selbstgestellten Postulat zu entsprechen, werde ich in einem ersten Schritt einen kurzen Überblick über das Thema Beethoven im Film geben. Dann möchte ich die beiden ausgewählten Kinowerke betrachten, jedes für sich zunächst aus der Vogelperspektive, um anschließend jene Sequenzen unter die Lupe zu nehmen, denen der genannte Streichquartettsatz unterlegt ist. Abschließend möchte ich diese beiden Sequenzen vergleichen und noch einmal kurz auf das Zitat Adornos zurückblicken. Beethoven im Film, ein Überblick. Zwischen 1909 und 2019 entstanden mehr als 70 Filme, die sich mit Beethoven auseinandersetzen, mit der geschichtlichen Figur, dem Menschen, dem Komponisten, seinem Schaffen, in Form von Biopics, die ihn als Haupt- bzw. Nebenfigur präsentieren, von Dokumentationen recht verschiedenen Umfangs oder auch Trickfilmen. Ist es nicht merkwürdig, dass es aus den Jahren 1933 bis 1945 nur einen deutschen Film gibt, der sich Beethoven widmet, also einem Tonschöpfer, den man landauf, landab als Heroen verehrte? Und ist es weiterhin nicht verwunderlich, dass ein solches Werk von den Nationalsozialisten quasi unter Verschluss gehalten wurde? Denn der knapp 30-minütige, 1942 vollendete Streifen Bach, Mozart, Beethoven, Deutsche schaffen für die Welt, betitelt, dürfte nur in Veranstaltungen der Reichsbahnzentrale für den deutschen Reiseverkehr gezeigt werden, obwohl Hans Kürrles, der Verantwortliche, durchaus linientreu war. Für die auffällige Lücke in der Geschichte nationalsozialistischer Leinwandkunst mag es mehrere Gründe gegeben haben. Zum einen flackerten seit Beginn der Schreckensherrschaft immer wieder Diskussionen über das zerrüttete Elternhaus Beethovens auf,
über ein Familienleben, das im Vergleich mit dem nationalsozialistischen Trugbild von Heim und Herd desaströs anmutete. Zum anderen musste man den aufklärerischen, phasenweise mit der Französischen Revolution und Napoleon sympathisierenden Komponisten zurechtstutzen, um ihn möglichst bruchlos in das eigene historische Konstrukt einfügen zu können. Zum Dritten schließlich sorgten sich die braunen Rassisten um das arische Erscheinungsbild, dem Beethoven mit seinem schwer zu bändigenden Haar und seinem dunklen Teint so gar nicht entsprach. Man wird fragen, entblödete sich der Jurist Walter Rauschenberger 1942, wie ist es, dass ein äußerlich so wenig nordisch aussehender Mensch eine so starke nordische Seele besitzt? Jetzt komme ich auf den ersten der Filme zu sprechen, Abel Gance, En Grand Amour de Beethoven, 1936. So kam es, dass der einzig bemerkenswerte Beethoven-Film jener Jahre in Frankreich entstand, dem Land des Erbfeindes. Beethovens große Liebe. Verantwortlich für ihn, als Regisseur wie als Drehbuchautor, zeichnete Abel Gance. Er gilt als ein Pionier seines Genres, der 1926 den monumentalen Stummfilm Napoleon gedreht hatte, ein filmtechnisch meisterhaftes Werk, das erstmals mit Breit- und Farbfilmeffekten arbeitete. Kaum weniger ambitioniert ging Gance 10 Jahre später seine cineastische Beethoven-Erzählung an, nunmehr im Medium des Tonfilms. Dies verrät schon die Liste der Mitwirkenden. Unter ihnen kommende Stars der Comédie Française wie Annie Dussault oder Jean-Louis Barrault. Ein regelrechter Coup gelang Gance zudem mit der Verpflichtung von Harry Bau. Denn der erfolgreiche, wegen seiner wohlklingenden Stimme und seines intensiven Spiels geschätzte Akteur war der erste Beethoven der Kinogeschichte. Bereits 1909 hatte er dessen Part in einem kurzen Lichtspiel übernommen. Gance Biopic von 1936, ein Tonfilm, präsentiert sich als genretypische Mischung aus fiktionalen und nicht fiktionalen Elementen. Allerdings treibt der Autor einen beachtlichen, auch die Details einbeziehenden Aufwand, um das Geschehen möglichst authentisch wirken zu lassen. Er lässt zahlreiche historisch verbürgte Nebenfiguren auftreten, etwa Beethovens Musikerfreunde Ignaz Schuppanzig oder Nikolaus Schmeskal. Er verwendet Lebensdokumente des Komponisten als dramaturgische Katalysatoren, so das Heiligenstädter Testament und den Brief an die unsterbliche Geliebte. Auch bringt Gance den Wirbel um Gioachino Rossini zur Sprache, der 1822 in Wien Triumphe feierte. Auf dem Fundament solcher und anderer historisch abgesicherter Fakten baut Gance seine Erzählung auf, schildert er, wie Beethoven sich zwischen den geliebten Frauen nicht entscheiden kann und letztlich einsam zurückbleibt. Jetzt kommt es zur Betrachtung einer speziellen Szene, der sogenannten Etappe, und zwar deren erster Teil. Dass es dem Autor aber weniger um den großen Liebenden geht, den tragisch Scheiternden, sondern er ein Künstlerdrama zeigen möchte, das oft vom Dasein aller Schaffenden spricht, von deren viel zitierten Ringen, offenbart die vermutlich beeindruckendste Szene. Sie veranschaulicht den Beginn von Beethovens Ertaubung. Nachdem der Komponist von der verehrten Giulietta Guicciardi erfahren hat, sie beabsichtige, den Intendanten Graf Wenzel Robert Gallenberg zu ehelichen, zieht er sich nach Heiligenstadt zurück in eine Windmühle. Ihr ist der Vorspann der betreffenden Szene gewidmet, ein Panorama des an einem Steilhang liegenden Gebäudes, überlegt mit dem unverständlichen unmissverständlichen Hinweis, Vin le matin, le plus tragique de la vie de Beethoven, also der der Tragik des Lebens Beethovens. Am Morgen nach Beethovens Einzug in die Mühle kommt es also zu einer Katastrophe. Welcher Art sie ist, auf dem ersten Bild. Es zeigt den im Räderwerk hausenden Beethoven. Ein Fenster gibt den Blick auf die zügig kreisenden Flügel der Windmühle frei. Die filmische Tonspur aber entsendet ein metallisch röhrendes, beinahe schmerzendes Geräusch. Der Komponist zeigt sich verwirrt. Einige Sekunden scheint er zu glauben, das Mahlwerk sei die Ursache. Zu seiner Vergewisserung ruft er Pierrot, einen ihm anhänglich ergebenen Jungen.
Die Frage, ob er das Geräusch höre, verneint der Knabe. Nun folgt eine rhythmisierte Schuss-Gegenschuss-Sequenz, die auf eindringliche Weise erfahrbar werden lässt, welche Panik den Komponisten ergreift. Richtet sich die Kamera auf ihn, meldet sich das Störgeräusch wieder. Nimmt sie aber Pierrot ins Visier, herrscht Stille. Oder aber umgekehrt, schlägt Beethoven auf seinem Klavier einen Akkord an, bleibt dies folgenlos, greift jedoch der Junge in die Tasten, gibt das Instrument laut freilich, den sein väterlicher Freund nicht mehr wahrnimmt. Just in dem Moment, als Beethoven seinen Zustand einigermaßen verinnerlicht hat, erklingt das Kopfmotiv seiner fünften Sinfonie, landläufig Schicksalssinfonie genannt, ein akustisches Signet, das seit seiner Hervorbringung das Gehör der Menschheit wie eine Schlingpflanze durchwuchert. Trotz oder gerade wegen seiner Schlichtheit ist es mehrfach kodiert. Einerseits erinnert es an Beethovens fehlgeschlagene Beziehung zu Giulietta Guicciardi, andererseits betont es die Peripetie der Handlung. Von nun an, lautet die Botschaft, sei im Leben des Komponisten alles anders. Was aber sich genau hinter diesem anderen verbirgt, ist dem Betroffenen noch nicht klar. Wir hören jetzt mal und schauen uns rein in die Szene und schauen sie uns an. Na, da. Ich hoffe, es funktioniert. Ich muss sagen, es ist ein historischer Film. Die Tonqualität ist nicht auch, wird vielleicht noch durch die Übertragung etwas leiden, aber das liegt auch am Material, am Ausgangsmaterial. Ich glaube, das ist das, bin ich ganz sicher.
sag dazu. Tap plus fort. Qu'est-ce que tu entends? J'entends le piano. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'entends le piano. Ouais. J'entends le piano. Ja, soweit dieser Filmausschnitt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Ertauchungsszene mit der Peripetie, mit dem unterlegten Lento aus Opus 135, was wir hier sehen. Ich habe mal versucht, das, was filmisch passiert, hier mit der Partitur ja, zu synchronisieren, wenn man so will. Und das habe ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und ein bisschen analytischer rangegangen bin, habe ich das ziemlich schnell gespürt, dass da ja, so eine Art Choreografie hintersteckt, hinter dieser Szene. Und brauchte dann auch eine Weile, bis ich es so kapiert habe und beschreiben konnte. Und das Ergebnis sehen Sie jetzt da. Also Ertaugungsszene mit dem unterlegten Lento, um den Zustand es noch nicht zu verdeutlichen. Also Beethoven weiß ja nicht, was mit ihm los ist, greift Gans zu einer Metapher, die in der Geschichte des Films einzigartig dasteht. Zunächst lässt er Beethoven aus der Einsamkeit seine Mühle aufbrechen, als wolle dieser das in seinem Schädel Wahrgenommene mit der Außenwelt abgleichen und sein zukünftiges Verhältnis zur Gesellschaft bestimmen. Die Ungewissheit, das Unklare der Situation zeichnet Gans überdies musikalisch nach, indem er den Moment des Aufbruchs mit Beethovens Streichquartett Opus 135 unterlegt, genauer gesagt mit dem ersten Abschnitt des langsamen Satzes. Ein überwältigender Kunstgriff, denn das Lento beginnt diffus. Erst im zweiten Takt klärt sich die Grundtonart des Dur und vorsichtig tastend auf dem schlichten Wechsel von Tonika und Dominante verharrend. Aber die mit Bedacht ausgewählte Musik verdichtet nicht nur das Atmosphärische, ihre Struktur wirkt sich auch auf die betreffende Sequenz formbildend aus, wie die sich taktsynchron veränderten Einstellungsgrößen der Kamera verraten. In den beiden ersten Takten, während der sich ein sechsstimmiger Des-Dur-Akkord aufbaut, sieht man Beethoven in der Halbtotalen. Zögerlich die Mühle verlassend, die eine Hand am Ohr. Mit dem Einsatz des stufenmelodischen Themas vollzieht sich ein Wechsel in die Totale. Der Protagonist schreitet, an den linken Bildrand gerückt, eine Treppe hinab, über ihm die kreisenden Windmühlenflügel, rechts eine unermesslich tiefe Schlucht, der Steilhang. In der nächsten Einstellung folgt ihm Pierrot, deckungsgleich mit dem vierten Takt des Lento. Die Takte 5 und 6 sind analog den beiden vorangehenden gegliedert. Dem trägt Gans Rechnung, indem er ihnen ebenfalls zwei Einstellungen verordnet. Zunächst ist der Schattenriss des in den Himmel blickenden Beethoven zu sehen, dann aus der Untersicht parallel zum sechsten Takt eine Baumkrone. Deren Bild ist, während die Musik mit dem zweiten Teil des Themas fortfährt, dem Nachsatz erneut ein Text überlegt. Le voix blême, le voix de forêt, le chant d'oiseau, plus jamais, also niemals würde er Beethoven die Stimme der Geliebten vernehmen, das Rauschen der Wälder oder den Gesang der Vögel. Oder den Gesang der Vögel. Demgemäß streift die Kamera nun eine Vogelschar, zeigt sie noch einmal den sorgenvollen Pierrot, um schließlich in ländlicher Umgebung den zwischen Heuhaufen resonierenden Beethoven zu erreichen und eben dort stehen zu bleiben, in perfekter Übereinstimmung mit dem Quartettsatz, dessen erste Sinneinheit sich nun rundet.
Dennoch wirkt es abrupt, wenn mit der nächsten Bilderfolge die Musik schlagartig aussetzt, zumal sie sich bis dahin organisch entfaltet hat. So, jetzt sehen wir den Bildausschnitt. Ach, das habe ich jetzt vergessen weiter zu blättern, aber da können Sie das auch noch mal sehen. Können wir ja noch eine Weile bleiben. Und dann gleichen wir jetzt ab. Ertaubungsszene, dritter Teil. Wir begleiten Beethoven bei seinem Kontrollgang durch ein Dorf. Nicht aber dessen Einwohner will er prüfen, sondern das eigene Gehör. Nacheinander begegnet er einem geigenden Straßenmusiker, sieht er einen Schmied, der den Amboss traktiert, erblickt er ein schaukelndes Wasserrad, schwungvoll läutende Glocken, beobachtet Frauen, die mit ihren Bläueln Wäsche schlagen und hört nichts. Ist nun das Ende gekommen, mag er sich fragen. Jedenfalls blendet Gans Beethovens in Gips erstarrte Maske ein, währenddessen das sogenannte Schicksalsmotiv erschallt, als mahne es an das jüngste Gericht. Musikalisch gesprochen setzt jetzt eine Art geraffte Reprise ein. Tonlos gedenkt der Komponist des eben Wahrgenommenen, des Straßenmusikanten, des Schmieds, der Vögel, des Wasserrads, der Waschfrauen. Plötzlich gesellen sich zu den Bildern die entsprechenden Klänge. Doch der Komponist hört sie nicht, vielmehr erinnert er sie. Sein Gesicht hält sich auf. Er scheint sich mit seinem Los arrangiert zu haben, einen Weg zu sehen, den er Last schultern lässt. Geläutert, so setzt Gans seine Erzählung fort, als habe er eine Katharsis durchlebt, nimmt Beethoven die Arbeit an der Pastorale auf. Ja. Was ist das jetzt? Ja. Thank you.
Ja, Ertaubungsszene, Resümee. Beim Resümieren der Ertaubungsszene gelangt man zu weiteren tiefen Schichten. Da Gans in seinem Film nichts dem Zufall überlassen hat, kommt die Frage auf, weshalb er eine fiktive Behausung für den Komponisten wählte. Ein Motiv für ihn könnte die Symbolik gewesen sein, die sich seit eh und je mit der Windmühle verbindet. Das Spektrum reicht hier von der Deutung der Mühle als Zeichen der Instabilität bis zu dem Vergleich, sie weise auf Möglichkeiten hin, das Bewusstsein zu erweitern. Eine weitere, sinnvoll auf die Ertaubungsszene anwendbare Variante wäre eine eher christlich-religiöse Interpretation. In der Mühle könnte Gans einen Beethoven-vergleichbaren Wandler gesehen haben, so wie ihr die Gabe zu eigen ist, aus Kornmehl den Grundstoff der Hostie zu machen, so habe Beethoven aus Leid Kreativität erwachsen lassen. Aber ist die Mühle mit ihren permanent kreisenden Flügeln nicht ebenfalls eine treffende Visualisierung der fünften Sinfonie, ihres Einleitungssatzes mit dem zirkulierenden Kopf? In die Betrachtung ist fernerhin die Umgebung der Mühle einzubeziehen, der erwähnte Steilhang. Auch in ihm dürfte Gans eine Art Gleichnis gesehen haben. Die imposante Höhenlage der Mühle sorgt für eine optimale Windzufuhr, die wiederum das Rotieren der Flügel beschleunigt und so für einen Zuwachs an Energie sorgt. Doch der gleich neben der Mühle drohende Schlund ruft Gedanken an Tod und Verderben hervor. Nicht von ungefähr steht hinter ihr ein windschiefes Grabkreuz, das man beim Blick durch das Fenster entdeckt. In einem solchen Kontext erfährt auch das von Gans hinzugezogene Streichquartett Opus 135 einen Bedeutungszuwachs. Es ist das letzte vollendete Werk Beethovens, entstanden in der zweiten Hälfte des Jahres 1826, überschattet vom Selbstmordversuch seines Mündels und Neffen Karl. Somit verweist es auf das Ende des Films, das den Adoptivsohn des Komponisten als unmoralischen Tunichtgut charakterisiert. Soweit zu Gans. Jetzt würde ich weitergehen. Ich muss mal. Muss mal auf die nächste Folie kommen. Da. Einen Moment. So. Horst Seemann, Beethoven, Tage aus einem Leben, 1976. Von Abels En Grand d'Amour de Beethoven führt eine Verbindungslinie in die jüngere Geschichte, in die Deutsche Demokratische Republik, zu dem 1976 uraufgeführten BEFA-Film Beethoven, Tage aus einem Leben.
Horst Seemann, der Regisseur, schien für eine solche Aufgabe prädestiniert gewesen zu sein. Immerhin konnte er zusätzliche Erfahrungen vorweisen als Schauspieler, Drehbuchautor und vielfältig ausgebildeter Musiker. Zur Seite stand ihm überdies ein exzellentes Team, etwa der Schriftsteller Günter Kunert, der das Szenario entwarf, oder der Musikwissenschaftler Karl-Heinz Köhler, ein Beethoven-Spezialist, dem sich die Ausgabe der Konversationshefte verdankt. Stärker noch als Gans distanziert sich Seemann von dem Gedanken, das Leben des Komponisten in gestriger, dem Geniekult des 19. Jahrhunderts verpflichteter Manier zu schildern, also eine per aspera ad aspera Dramaturgie zu verfolgen, indem er gleichsam Beethovens Aufstieg in den Olymp konstruiert. Vielmehr vereint der Regisseur biografische Momente zu einer kaleidoskophaften Gesamtschau, die aus 21 Episoden besteht. Sie beginnen mit einer kontrastreichen Montage. Bilder, die mit nachgestellten Kampfszenen aufwarten, wechseln mit solchen ab, die in den Innenraum eines Theaters führen. Erstere zeigt die Schlacht bei Vittoria und den Sieg der Engländer über die Franzosen. Letztere jene Wiener Theaterbesucherinnen und Besucher, die 1813, ein Jahr später, der Uraufführung von Beethovens Opus 91 lauschten, seiner Antwort auf die militärische Aktion, seiner Verbeugung vor dem siegreichen Lord Wellington. Das Besondere der Eröffnungssequenz ist einerseits die Passgenauigkeit des Gezeigten mit dem Gehörten. Die Musik erscheint wie ein eigens komponierter Soundtrack, der die beiden zwar zusammenhängenden, aber temporär und örtlich doch auseinanderliegenden Ereignisse zu einem in sich geschlossenen Narrativ verschmilzt. Andererseits lässt der Regisseur gerade so durch die Verknüpfung des Heterogenen den Gegensatz hervortreten, der sich zwischen den Sterbenden auf dem Schlachtfeld und dem elegant gekleideten Publikum auftut, das sich trotz des ernsten Hintergrunds einfach nur amüsiert. Seemanns gesellschaftskritischer Unterton klingt im weiteren Verlauf des Films häufiger an, etwa in der vierten, suffisant Kunstverständnis überschriebenen Episode. Gewiss, mit derart zugespitzten Szenen entsprach Seemann dem ideologischen Überbau der DDR. Aber mit seiner besonderen Sicht löste er sich zugleich von der Doktrin seines Staates. Dessen Apologeten sahen in Beethoven einen Vertreter des frühen Bürgertums, den Bannerträger eines exemplarischen Fortschritts, an dem keine Kritik laut werden durfte. Einer solchen normativen Vereinnahmung widersetzte sich der Regisseur, indem er neben der Klassenbezogenheit Beethovens auch dessen persönliche Eigenarten abhandelte. Die Episode Misstrauen präsentiert den Komponisten bei einem geselligen Treffen mit offenkundig gut gelaunten, freudig pokulierenden Freunden. Zahlreiche Großaufnahmen fördern aber zutage, nicht zuletzt dank der starken Mimik des Beethoven-Darstellers Donatas Banionis, dass der Titelheld sich äußerst unwohl fühlt. Bereits schwerhörig vermag er den Gesprächen seiner Zechkumpane nicht immer zu folgen, ja fallweise argwöhnt er, sie tuschelten über ihn. Als dann noch Sinn- und Trinksprüche dargebracht werden und einer Sellen sich mit der Sentenz, wo man küsst, da kannst du allen trauen, böse Menschen haben keine Frauen, und verliert Beethoven die Kontenance. Hastig trinkt er Wein, als er mit einem Korkenzieher gegen sein Glas klopft, weil er der Runde etwas mitteilen möchte, zerspringt es, seine innere Anspannung verratend. Er kündigt an, eine neue Komposition vorstellen zu wollen und setzt sich ans Klavier. Er zögert. In Detailaufnahmen ist zuerst seine rechte Hand zu sehen, dann sein Gesicht, schließlich der von ihm erinnerte Hieb mit dem Korkenzieher gegen das Glas. Als ob er seine Unsicherheit kaschieren möchte, schlägt er nun mit aller Kraft einige Akkorde an. Es ist der Beginn der 1814 entstandenen Klaviersonate Nummer 27. Die Überschrift des ersten Satzes mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck scheint Seemann im Sinn einer Regieanweisung verstanden zu haben. Denn die von Beethoven gewünschte, sich in dem konträren Begriffspaar Lebhaftigkeit, Empfindung spiegelnde Binnenspannung hätte auch als Titel für die zuvor gezeigte Szene dienen können. Jetzt komme ich zu einer Episode, die gleichfalls wieder auf das Streichquartett rekurriert. Einem privaten, keinesfalls politischen Menschen begegnen wir auch in der Episode Trost in der Natur. Seemann dürfte sie als Eloge auf Abel Gans gemeint haben, orientiert er sich deutlich
an dessen, orientiert er sich doch deutlich an dessen 40 Jahre zuvor entstandenen Film, an der imponierenden Schilderung, wie Beethoven ertauchte. Der deutsche Regisseur legt seiner Sequenz nicht nur dieselbe Musik zugrunde, den langsamen Satz des Streichquartetts Opus 135. Er bedient sich nicht nur eines ähnlichen Bildinventars, Baumkrone, Vogel, Himmel, er übernimmt auch die Idee, die kompositorische Struktur ins Filmische zu übertragen. Folglich ergibt sich wie bei Gans ein höchst komplexes Geschehen, zu dessen Verwirklichung der rein pantomimisch agierende Hauptdarsteller Donatas Banionis wesentlich beiträgt. So, ich gehe jetzt mal auf die Folie wieder. Das müsste diese sein. Die dauert zweieinhalb Minuten. Ich schaue mal an. Ein Meisterwerk, die Revolution im Musikwesen. Mälzels Panharmonikum. Ja, der Schnitt ist mir nicht ganz sauber gelungen. Das ist eigentlich weg. Das ist die nächste Episode, die da beginnt. Man merkt es ja. Die knapp 3 Minuten lange, auf das penibelste konstruierte Szene besteht aus nicht weniger als 26 Einstellungen, deren längste eine halbe Minute dauert. Sie zeigt Beethoven in einer Großaufnahme, während er bewegt gen Himmel schaut, um einen kreisenden Greifvogel zu beobachten. Gesichtet aber hat er ihn kurz zuvor synchron mit dem 13. Takt des Streichquartettsatzes, einer musikalischen Schlüsselstelle, beginnt jedoch die erste Variation des im 3. Takt einsetzenden Hauptthemas. Musikalisiert sind auch alle anderen Bewegungen des Akteurs. So wendet sich Beethoven genau in jenen wenn die erste Zweitakteinheit des Themas wiederholt wird, synchron mit dem 5. Takt
Am Ende der Episode und des ersten Satzteils sitzt Beethoven auf einer Bank, betrübt in sich zusammen. Als aber die Musik zu Beginn von Des ins hellere E-Dur wechselt, richtet er sich auf, nimmt er die Außenwelt wieder wahr, sieht er unter sich auf der Donau ein fahrendes Schiff und in der Ferne eine alpine Kulisse. Und wenn er ein Blatt hochhebt, weil er das pflanzliche Geäder aus der Nähe betrachten möchte, geht das mit dem Anstieg der Melodie einher. Die folgenden insgesamt 10 Folien stellen den Versuch dar, den Zusammenhang zwischen der Musik und der filmischen Umsetzung ebenso analytisch wie sinnlich erfahrbar werden zu lassen. Mit der Partitur synchronisierte Einzelbilder zeigen zunächst jeweils die Filmschnitte, folgt die entsprechende Sequenz noch einmal rein filmisch. Also da oben sieht man immer so Standbilder, also die das, die, also Sie sehen bei den zwei, im zweiten Takt eben zwei Bilder, also und genau eingepasst immer. Und dieser Wechsel, ich meine, gleich beim ersten Mal aufgefallen, der Wechsel der Blichstrichung, mit dem Wechsel der Melodie. Ja. Ich sehe, habe nicht alle Teilnehmer vor mir, aber wenn einige den Daumen vielleicht hochheben, dann weiß ich, dass ich weitergehen kann. Dann könnten wir gleich den Film uns anschauen. Ja, gut, dann machen wir das so. Das war's schon. Dann gehen wir zum nächsten Folie über. Da ist die Szene mit dem Blatt. Und man sieht auch da wieder einen roten Balken markiert, diesen, das nach oben geht. Ja. Ja, ich glaube, auch da können wir wieder weitergehen. Wieder das Gleiche. Hier wieder die Bilder mit dem Vogel und die wechselnden Schnitte. Und ja, und dann greift er eben in diesen Schnee. Und da haben wir so eine Art Passus Doriusculus halt. Also chromatische Auffüllung. Das, denke ich, kann man auch gut hören. Gehen wir auch da wieder weiter. Thank you.
dann kommen wir schon in den Schluss rein, auch da wieder die synchronen Schnitte und die Zuordnung zu Takten. Ja, das ist jetzt der Übergang zum zweiten Teil. Mit dem Schiff und dann mit Melzel. Ja, dann komme ich schon in den Schluss und will einen kleinen Vergleich bringen von der beiden Episoden, der beiden Szenen. Ungeachtet der Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Filmen und den Szenen könnte man ins Grübeln kommen, weshalb Gans Beethovens Musik verwendet, um mit ihr den grausamen Prozess der Ertaubung zu begleiten, während Seemann sie nutzt, weil um den Trost in der Natur zu untermalen. Eine solche Frage zielt jedoch ins Leere, denn weder der eine noch der andere degradiert das Streichquartett zu einem beliebig austauschbaren, lediglich atmosphärischen Klangteppich. Vielmehr interessiert beide eine Metaebene. Die oft beschworene Rätselhaftigkeit des Beethoven-Spätwerks, dessen selbst von Adorno beschworene Unergründlichkeit. Gans scheint mit dem scheinbar schlichten, tatsächlich aber stark verschlüsselten Lento der Ungewissheit Raum zu geben, die sich des Komponisten nach seiner Ertaubung bemächtigte. Seemann hingegen setzt in die Ziel ein, um auf die unerklärliche Schönheit der Natur, vielleicht sogar auf das Wunder des Lebens schlechthin zu verweisen. Das Rätselhafte, Mysteriöse bestimmt folglich auch die Handlung der Trostepisode, die der Zeit enthoben, bald im Winter, bald im Sommer spielt. Sie zeigt zunächst den einsam durch den Schnee stapfenden Beethoven, zu dem sich wenig später trugbildartig seine Herzensdame gesellt, in einem luftigen, den winterlichen Temperaturen kaum gewappneten Brautkleid. Schlagartig sieht er sich in eine dürre Sommerlandschaft versetzt, und sogleich geht's retour in die kalte Jahreszeit. Als wolle er seine brennenden Gefühle, seine Liebesglut abkühlen, greift er in den Schnee. Indes, es hilft nicht, die Emotionen flacken wieder auf, wie das Trugbild gegen Ende der Episode nahelegt, die bei sommerlichem Wetter neben Beethoven auf der Bank sitzende Braut. Mit ihren Arbeiten haben Gans wie Seemann auf ebenso überzeugende wie faszinierende Weise dargelegt, wie sich die technische Analyse eines Spätwerks von Beethoven mit einer psychologischen Deutung verbinden lässt, ohne dass es zu einem Dokument verkommt, wie Adorno in seinem eingangs zitierten Aufsatz vermutete. Gleichzeitig aber übersetzen sie das Rätselhafte, das Geheimnis der ausgewählten Musik, der letzten von Beethoven abgeschlossenen Komposition ins Visuelle, indem sie diese Gegensätze zusammenzwingen. Konstruktion und Natur, Leid und Erlösung, Winter und Sommer, Stillstand und Bewegung, Konvention und Subjektivität. Eben diese aber diene beim späten Beethoven, resümiert Adorno nicht mehr, um sich zu drücken, sondern, Zitat, um ausdruckslos den Schein der Kunst abzuwerfen, vom Tode berührt, gibt die meisterliche Hand die Stoffmassen frei. Soweit Adorno, soweit auch ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.